Du bist auf der Suche nach deiner Herzensdame, aber irgendwie soll es noch nicht so richtig klappen? Dann solltest du jetzt auf jeden Fall mal deine Ohren spitzen. Corona ist so gut wie vergessen und jetzt wird aus dem Tinder hin und her Geschreibe endlich Realität. Wenn du das Date für dich gewinnen möchtest und schlussendlich vielleicht sogar auch langfristig an dich binden möchtest, dann solltest du auf jeden Fall so ein paar kleine Stellschrauben beachten. Selbstbewusstsein ist key, Leute. Egal, ob es um Frauen geht, ob es um Sport geht oder ob es um Business geht, Selbstbewusstsein ist so unfassbar wichtig. Und wenn man das richtige Selbstbewusstsein mitbringt, dann klappen einige Dinge einfach wie von selbst. Und gerade Frauen, die merken das, ob da ein Mann vor ihnen steht, der solche Eier aus Stahl hat, oder ob da ein Mann steht, der nur so kleine, süße Rosinchen in der Hose hat. Ja, ist halt nun mal so. Und ich glaube, Leute, das ist unstreitig. Eine gewisse Portion Selbstbewusstsein hat noch niemandem geschadet. Und da mache ich jetzt gerade auch mal ein Beispiel aus dem Sport. Ich zum Beispiel als ehemaliger Fußballer, bei mir war es zum Beispiel so, wenn du mit einer breiten Brust und mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auf den Platz gegangen bist, ja, das war schon die halbe Miete fürs Spiel. Ja, schau dir zum Beispiel Lewandowski an. Hätte der nicht ein riesengroßes Selbstbewusstsein, dann würde der nicht mal ansatzweise so viele Tore knipsen, wie er aktuell knipst. Also, wenn du mit einer breiten Brust durch die Straßen läufst und ein gewisses Selbstbewusstsein hast, dann läuft alles wesentlich einfacher und gerade auch das Game bei den Frauen. Das kann ich dir hier auf jeden Fall schon mal attestieren. Was machst du, bevor du dich mit jemandem zum Date triffst? Was machst du dann? Du checkst auf jeden Fall erstmal die Social Media Kanäle ab. Egal, ob es Instagram ist, Facebook ist, TikTok ist, vielleicht sogar YouTube ist. Du schaust dir auf jeden Fall erstmal die Person an, mit der du dich triffst. Und das machen alle, ja? Also das machst du, das mache ich, das machen alle, das ist auch vollkommen normal. Ist ja logisch. Du willst natürlich wissen, mit wem du dich da triffst. Und wenn du dann zum Beispiel durchs Instagram-Profil drüber scrollst und dann siehst, hey, der hat ein cooles Hobby, der spielt Tischtennis, ich habe zum Beispiel auch Tischtennis gespielt oder spiele sogar noch Tischtennis, dann hast du direkt zum Beispiel so eine Grundlage für ein Gespräch. Dann kannst du direkt Rapport aufbauen und kannst schon mal direkt eine Konversation starten. Was heißt das jetzt für dich? Du solltest auf jeden Fall deine Social-Media-Kanäle einfach mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Das heißt nicht, dass du dich irgendwie verstellen sollst oder dass du irgendwelche professionellen Fotos brauchst. Absolut gar nicht, ganz im Gegenteil. Du brauchst einfach ein paar coole, sympathische Bilder von dir, die dich als Person zeigen, die dich aber auch gleichzeitig so ein bisschen interessant machen und was halt den Anschein erweckt, hey, mit dem Typen oder mit der Frau würde ich mich einfach mal gerne treffen, ja? Und diesbezüglich einfach mal ein paar Tipps am Rande. Du brauchst nicht zigtausendmal das gleiche Bild posten und du brauchst auch keine zigtausend verschiedene Bilder haben. Versuch einfach ein paar coole und zwar gute ausgewählte Bilder zu verwenden. Das läuft wesentlich besser. Zudem kannst du auch dran denken, dass gute Bilder oft noch nicht mal einen guten Fotografen brauchen, sondern es reicht einfach, wenn du wirklich einfach gutes Licht hast. Und ganz wichtig, wenn du zum Beispiel eine Typveränderung hinter dir hast. Ja? Wenn du zum Beispiel deine Haare abrasiert hast oder deine Haare lang wachsen lassen hast, dann würde ich dir an dieser Stelle empfehlen, das Profil auch dementsprechend anzupassen. Denn gerade wenn du dich zum ersten Mal mit einer Person triffst, dann kann es unter Umständen vielleicht ein bisschen peinlich werden, weil wenn du dann verschiedene Bilder hast, mal mit langen Haaren, mal mit kurzen Haaren, dann weiß die Person ja gar nicht, wie du tatsächlich aussiehst. Und dann ist das irgendwie ein bisschen creepy. Dann bist du irgendwie in einer Situation kurz vorm Date oder willst dich mit einer Person treffen, aber die andere Person weiß gar nicht, wie du jetzt tatsächlich aussiehst. Bist du es jetzt oder bist du es nicht? Und um diese Situation zu vermeiden, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dein Profil dementsprechend auch zu deinem aktuellen Look oder zu deinem aktuellen Outfit bzw. dein Erscheinungsbild, so ist es richtig, anzupassen. Für den nächsten Punkt danke ich meinem Papa. Vielen lieben Dank, dass du mir das in die Wiege gelegt hast. Und zwar Humor. Ganz herzlichen Dank. Also ich sage umgangssprachlich zu Humor immer Scheiße labern. Ja? Also wenn ich was kann, dann das. Ich meine, macht ja auch irgendwie Spaß, oder? Sind wir mal ehrlich. Und Lachen ist ja auch cool. Ja? Also wer mag es nicht zu lachen? Alle Leute mögen es zu lachen, oder? Also Leute, es ist super wichtig, dass man auch eine gewisse Portion Humor mitbringt und auch die Frau zum Lachen bringt. Ja? Frauen möchten entertained werden. Das ist halt nun mal so. Und gerade wenn du eine Person zum Lachen bringst, dann fällt dieser imaginäre Schutzumhang ja, einfach weg. Weil wenn man von Herzen lacht, dann lacht man, dann kann man sich nicht mehr verstellen. Ja? Dann ist man halt so, wie man ist. Und das ist halt auch das Schöne daran. Und jetzt stell dir an dieser Stelle mal eine Situation vor, ein Date, wo super viel gelacht wird, wo super viel miteinander interagiert wird. Und jetzt stell dir ein Date vor, wo es eher so ein bisschen langsam zur Sache geht und wo nicht so viel interagiert wird und wo nicht so viel gelacht wird. Was denkst du? Was denkst du, welches Date hat mehr Potenzial, gut auszugehen? Ja?
Ich meine, die Antwort ist klar. Und bestes Beispiel ever hier an dieser Stelle. Schaut euch den Pocher an. Als Schönheit vergeben worden ist, ja, da stand Oliver Pocher in der Schlange etwas weiter hinten. Ich meine, der Typ ist offensichtlich nicht der hübscheste Mensch hier in Deutschland, aber trotzdem schaut euch mal an, was für Granaten der am Start hatte bzw. hat, ja? Merkt ihr was? Wenn ich dich jetzt sehen würde, ja, würde ich da einen Mann sehen, der stilsicher ist, einen guten Geschmack hat, was das Thema Outfit und Styling angeht? Oder sehe ich da jemanden, der sich seine Klamotten vielleicht noch von Mama rauslegen lässt und über Stil brauchen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen? Wen sehe ich da? Frauen stehen natürlich auf Männer, die stilsicher sind, gerade auch was das Thema Kleidung angeht. Und wenn einige von euch da draußen jetzt sagen, so Daniel, ich habe einfach gar keinen Bock, mich mit dem Thema Outfit und Kleidung und so auseinanderzusetzen, habe ich volles Verständnis für. Du musst jetzt auch kein Pro werden, ja? Es reicht schon, wenn du so kleine, aber feine Stellschrauben drehst, die dein Outfit und deinen Kleidungsstil einfach auf das nächste Level heben. Und die Frauen der Schöpfung, die merken das. Die sehen, ob du dir zum Beispiel Mühe mit deinem Outfit gegeben hast oder ob es dir eigentlich scheißegal ist, was du anhast. Und an dieser Stelle kann ich dir den Men's Style Guide empfehlen, ein E-Book zum Thema Outfits und Styling. Mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du sogar 20% Rabatt auf dieses E-Book. Und wenn du dir das E-Book durchgelesen hast, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass du dann einfach ein bisschen stilsicherer durch die Gegend läufst. Ja? Und das bemerken am Ende des Tages logischerweise auch die Frauen. Hättest du Bock, eine Frau zu küssen, die nach Knoblauch riecht? Oder wir gehen jetzt nochmal einen Schritt weiter. Hättest du Lust, mit einer Frau intim zu werden, die da unten so einen fetten Busch hat? Ich glaube, die Antworten sind relativ eindeutig. Und so ist es natürlich auch bei den Frauen. Die Frauen stehen auf Männer, die ein gepflegtes Äußeres haben, die sich natürlich regelmäßig pflegen, gute Pflegeroutinen haben und die auf ihr Aussehen und auf ihren Körper logischerweise achten. Pflegst du dich vernünftig? Putzt du dir zum Beispiel regelmäßig die Zähne? Nutzt du auch zum Beispiel regelmäßig Zahnseide? Nutzt du zum Beispiel auch regelmäßig vielleicht eine Creme? Und wie sieht dein Bart aus? Ja, sieht dein Bart wie so ein Wildwuchsgewächs aus? Oder rasierst du dich regelmäßig und sieht das alles bei dir ordentlich und gepflegt im Gesicht aus? Allgemeine Pflegeroutinen sind super wichtig. Auch wenn du in einer Beziehung bist, solltest du deine allgemeinen Pflegeroutinen definitiv nicht vernachlässigen. Es gibt Menschen, sobald die in einer Beziehung sind, dann lassen die alles ein bisschen schleifen. Ja, ihre Pflegeroutinen, Sport lassen die ein bisschen schleifen, werden ein bisschen pummeliger. Leute, macht das nicht, weil am Ende des Tages kann das tatsächlich unter Umständen nach hinten losgehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Männer nicht wissen, wie folgendes Wort geschrieben wird. Manieren. Egal, ob es jetzt Tischmanieren sind, also wie man sich zum Beispiel am Tisch zu verhalten hat, wie man zum Beispiel isst, oder kleine Gepflogenheiten, ja, dass man zum Beispiel einer Frau die Tür aufhält, ja, dass man aufmerksam ist, das solltest du definitiv mitbringen. Ich kann dir an dieser Stelle attestieren, dass jede Frau darauf achtet und jede Frau sich einen Gentleman zu Hause wünscht. Zu 120%. Und ein Gentleman zu sein, das schwöre ich euch, das geht nie out of style. Und denkt dran, ja, zu jedem Topf gibt es irgendwie einen Deckel und ich hoffe, dass ich dir jetzt ein bisschen weiterhelfen konnte auf der Suche nach dem richtigen Topf oder nach dem richtigen Deckel, wie auch immer du es drehen möchtest, und wünsche dir viel Spaß bei deinen nächsten Dates.